Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Fragt einfach nicht, wo das Pferd herkommt, okay? Ich habe einfach mal, man sieht so ein bisschen an dem Gold oder an den Drachmen. Ich habe erstmal wieder ein paar von den Hekatruhen bei Reda gekauft. Ich wollte einfach mal schauen, was das so gibt. Und ein was möchte ich euch da auch nicht vorenthalten. Und zwar... dieses Prachtexemplar einer Waffe. Das da heißt... Lolcat. Und wie Matthias schon richtig sagt, das ist keine mieze Katze, das ist eine mieze Keule. Ja, gut. Fragen wir einfach nicht näher danach. Es gibt auch hier das Schwert von Gujian. Habe ich auch bekommen. Ich würde aktuell tatsächlich mal das Schwert ausprobieren. Weil ich habe das Gefühl, dass es ein kleines bisschen schneller zuschlägt als hier diese Sichelschwerter. Und das hat jetzt auch Vergiftung drauf. Einfach mal ausprobieren. Genau, also das haben wir. Dann, ich habe mir mal Brandbomben im Fähigkeitenbaum hier dazu geholt. Habe das dann mal in der Ausrüstung nach oben gepulvert. Alles, was irgendwie geht. Nicht, dass ihr euch da wundert. Ich finde jetzt ehrlich gesagt den Schaden von diesen Brandbomben. Aber... ich habe mir das hier drüben mal ein bisschen angeguckt und ich empfinde, dass wir, wenn man jetzt hier die Nebelwand nimmt, dann hier den Pyromanen dazu und hier den Nebelwandschaden, dann könnte es ganz interessant werden. Weil wenn dann doch mal wieder viele um einen rum sind, so wie sie es bei uns ja jetzt immer machen, so eine Nebelwand hinpacken, die dann am besten gleich Schaden macht, dann gehen die mit zu Boden, was dann natürlich wieder für uns einfacher ist, irgendwie nochmal Assassinenschlag drauf zu machen. Oder die selbst mit Schilden dann bewaffnet oder equipped, die Leute einfach platt zu machen. Dachte ich so, Mensch, könnte interessant sein, dieses ganze Gift und so, das hier hinten, das... da habe ich immer noch nicht so wirklich die Lust dazu. Was ich noch prüfen muss oder was ich einfach mal ausprobieren sollte, die Gunst von Osiris. Im Jenseits erhältst du im Laufe der Zeit Pfeile und Hilfsmittel zurück. Ich glaube, das könnte einfach noch interessant sein. Weil dann brauchen wir nicht jedes Mal uns irgendwo Sachen zu looten oder sowas. Oder halt zu kaufen, sondern wir kommen einfach wieder. Das fände ich schon cool. Gut. Ja, und dann gehen wir mal hier auf unsere neuen Stute. Ich glaube, ich werde irgendwann wieder den Fangzahn auswählen, ne? Aber ich fand das... also jetzt natürlich nicht realistisch, aber ich fand es irgendwo trotzdem ganz hübsch. Und wollte euch das einfach mal zeigen. So, das habe ich jetzt hiermit gemacht. So, was haben wir denn hier für ein Fragezeichen? Rubaiyat Nekropole. Ah ja. Ja, ja. Ein Gebet an Serapis. Oh, Serapis. Mami sagt, du wärst halb Ägypter und halb Grieche. Warum sind dann Griechen und Ägypter nicht gleich? Wir haben nicht dasselbe Essen und nicht dieselben Willen. Wenn du uns in allen Dingen gleich machst, würden dich sicher mehr Menschen anbeten. Bitte antworte doch auf mein Gebet, wenn du nicht so beschäftigt bist. Das ist süß. Halt! Bleib stehen! Alter, ich stehe hier hinten. Mach mich nicht schon wieder blöd an. Die Leute, ne? So, alles klar. Ich muss also die Leute hier kaputt machen. Das ist das, was ihr sagt. Oh, gut, das Büchchen. Du da! Halt! Hier sollte ich unentdeckt bleiben.
Ich bleib unentdeckt, keine Sorge. Wisst ihr? Total unentdeckt. Unentdeckt sein Vater. Und seine Mutter. Und sein Opa und seine Oma und überhaupt. Die entdecken mich nicht. Also, sie kriegen mich irgendwann mit. Aber ist auch schon zu spät. Ah. Hört nix. Hier sind sie anscheinend zu blöd, um durchzubrechen. Und nicht warum. Okay, was haben wir hier? Versiegelt das Rubaiyat-Grab. Nimm zwei Soldaten. Versiegle das Rubaiyat-Grab. Räume diesem Auftrag die höchste Priorität ein, aber errege keinen Verdacht. Lass es so natürlich wie möglich aussehen. Niemand darf ahnen, was alles in diesem Grab liegt. Betretet das Grab nicht und fasst nichts an. Alle Schätze darin wurden sorgfältig katalogisiert bis zum letzten Silberstück. Ich habe Aufzeichnungen zu allen Anschaffungen und Bestechungen. Wenn irgendetwas fehlt, mache ich dich und deine Männer verantwortlich. Euer Hauptmann. Das macht überhaupt nichts, die kannst du absolut dafür verantwortlich machen. Ich habe gleich schon den Richterspruch gebracht, ne? Also, da musst du dir die Finger nicht mehr schmutzig machen. Ich habe das gleich mit erledigt. Aber ganz wichtig ist, die Schuld liegt bei denen, ne? Ich habe hier nichts genommen, ich habe nur hingerichtet, quasi. Das ist okay, oder? Das kann man doch so machen. Aber ich finde die Musik schön. Die Atmosphäre ist auch irgendwie cool. Naja, gut. Was für einen Spruch hat der Richter abgelassen? Ja. Wieso denn Richter? Ich habe gesehen, dass das Unrecht ist und habe das Unrecht beseitigt. Das muss doch reichen. Ich bin schließlich Magi, ich darf das. Hallo? Na gut. So, dann gehen wir mal hier. Krokodilsnest. Da liegt der einfach so faul hier in der Gegend rum, ne? Was ich auch gesehen habe, ne? Ich bin wahrscheinlich doof, aber habt ihr das gesehen? Wenn ich das auflade, dann... Also auch beim normalen Kämpfen, also schon vor dem eigentlichen Kämpfen, schon auflade, dann macht er auch nochmal Mega-Damage. Und dann ist das nicht nur, wenn ich ja richtig kämpfe, dann macht er ja so Mehrfach-Kombinationen und bla bla bla. Aber hier macht er gleich einen ordentlichen aufgeladenen Schlag. Und der ist manchmal auch schon echt geil. Ausrüstung statt diesem. Richtig gerne. Immer wieder Richter, der lässt andauernd irgendwelche Sprüche ab. Ja. Ich weiß, ich habe mich blöd ausgedrückt wahrscheinlich, ne? Seit du jetzt diesen Spaß machst. Aber
Aber ich weiß doch schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Schon ein riesen Biest. Oh, warte mal. Ist noch irgendwas, was hier rumliegt? Ne, okay, also nur hier. Oh! Oh! Sogar mit Krokodilseiern. Ich habe einfach Spaß dran, Sachen fehl zu interpretieren. Du hast nur Richterspruch gesagt. Achso, okay. Na. Du hast doch mit ihm mittlerweile auch sehr viel zu tun, mit unserem Kunden aus NST. Richterspruch? Ja? 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 Gut, ich mach dann mal, ich benutze dann mal, ich werd dann mal. Ich mach mal so. So, was haben wir denn als nächstes? Ich sag einfach, ich tu einfach so, als wenn nichts gewesen wäre. Höchstleistungsangriff. Ah ja. Da muss ich sagen, finde ich den von der Sichel tatsächlich besser. Hier machst du halt einmal starken Schaden. Aber bei der Sichel, da kannst du häufiger drauf. Also weißt du es wirklich gerade nicht, wen ich da meine? Weiter. Also ich mache jetzt absichtlich hier mal ein bisschen auf weiter Flur. Das Ganze unsicher. Aha, guck mal. Oh, das ist doch hier wieder irgendwas Saline-mäßiges, ne? Das scheint aber im nächsten Gebiet erst zu sein. Wir können ja mal kurz in die Richtung reiten. Ich denke, wir werden da über die Grenze gehen vom Gebiet. Au, sieht ja auch cool aus. Ja, da gehen wir garantiert übers... Ja, alles klar. Dann lass uns mal wieder zurücklaufen. Das Gebiet können wir uns noch früh genug angucken. Nee, gerade keine Ahnung. Okay, der bei uns mal gearbeitet hat. Also, als du zu uns gekommen bist, hat er auch schon nicht mehr bei uns gearbeitet, aber generell... Ne, wir müssen auch mal ein bisschen erkunden. Schon wieder Krokodile. Ja,
müssen wir jetzt nicht alle platt machen, ne? Ja, was sind wir denn hier? Wow. Nettes kleines Fischerdorf anscheinend, ne? Hübsch. Weiß. Nee, es kann sein, dass du dir noch nicht getroffen hast. Nee, richtig. Morgator. Ich denke mal, diese Palisaden hier haben sie halt gebaut für entsprechende Raubtiere. Also sprich die ganzen Krokodile hier. Und ansonsten ist es halt aufgeschnittener Fisch, ne? Ja. Den lassen die einfach jetzt trocknen, vielleicht noch ein bisschen mit Salz vorher pökeln. Okay. Einfach ein kleines, niedliches Dörfchen mitten rein. Klar, warum auch nicht? Bin ich immer wieder gern für sowas zu haben. Okay, hier müssen wir dann später noch hin. Ja. Na, pass auf, dann lass uns mal schnell hier rüber gehen. Und dann gehen wir da noch an das eine Fragezeichen ran. Ja, und dann geht's wieder ans Questen. Ja, klingt ja alles nicht. Was muss das Mod? Obwohl, jetzt haben wir gleich ein Boot, dann würde ich jetzt erstmal versuchen, zum Fragezeichen fix hin zu manövrieren und dann gehen wir über die Insel zurück oder so. Deutlich langsam, das ist mir noch nicht aufgefallen, ne? Könnt ihr mich jetzt wieder für doof verkaufen, aber ist mir echt noch nicht aufgefallen, dass du auch in der schnellen Fortbewegung langsamer bist in den Dingern als mit Segel. Also, dass das wirklich so viel ausmacht. Es macht Sinn, aber hier könnte eigentlich auch sowas sein wie, ja, ja, da und da musst du hin und da ist dann irgendein Schatz. Hahaha, hahaha. Ja, also so eine Papyrusrolle würde sich hier auch gut machen. Ja, gut. Warst du das echt jetzt schon? Ich. Okay. Schüttert mich jetzt ein kleines bisschen. Na gut. Hier lässt sich's aber nicht schön reiten. Alter. Und dann sind wir schon am Ende. Ja, nee, das ließ sich nicht schön reiten, du. Ja, dann. Na gut, musste ja auch mal sein, ne? Kurz zeigen oder sagen, was da passiert ist in der letzten Zeit. Man sieht es vielleicht auch immer mal im Level oder sowas. Ich mache halt, oder ich versuche halt tagtäglich die Dailies auch zu machen. Damit wir die einfach haben. Und damit wir halt auch die Level bekommen und damit wir auch die
Sachen zum Verkaufen bekommen und. Deswegen gibt es vielleicht auch mal einen Levelunterschied oder sowas, aber er sollte nicht so groß sein. Man kriegt ja nur 1500 XP, das ist jetzt in der Regel nicht genug, um jetzt hier übelste Level-Ups zu bekommen. So, okay, da muss bestimmt irgendwie von oben rein, ne? Von dem neuen Arrangement werden alle profitieren. Sicherheit für alle. Der brutale Mord an einem griechischen Händler im Elendsviertel zeigt, dass wir mehr für die Sicherheit tun müssen. Die militärische Präsenz wird verstärkt. Regelmäßige Patrouillen im ägyptischen Viertel sorgen dafür, dass in Krokodilopolis jedermann sicher ist. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Manchmal ist die Brandbombe schon echt nicht schlecht. Da kann man auch mal sowas schnell veranstalten. Nice. So, was haben wir hier? Die Idee. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Kultur für alle. Dieser elegante Aphorismus, der den Geist der Regierung des Fayum widerspiegelt, kam eines Abends Kenamon Wamukoya, dem Schreiber des Nomarchen, bei einem unschuldigen Umtrunk im Theater von Krokodilopolis in den Sinn, als eine Dame gemischter Herkunft aus dem nahen Bordell kam, verfolgt von einem älteren ptolemäischen Hauptmann, ließ sie einen Beutel Juwelen fallen, die glänzten wie der Fayum-Mond in einer klaren Nacht. Für Kenamon repräsentierte dieser Vorfall den herrlichen Zusammenprall der Kulturen, für den das Fayum ach so berühmt ist. Und so wurde dieses Motto geboren. Ja. Ah ja. Weil eine Frau noch nicht mal unbedingt eine entsprechend anschaffende Frau aus einem Bordell kam und vor einem übergriffigen Mann geflüchtet ist, der ptolemäisch im Militär war, kam jemand auf die Idee, ach, ich könnte doch eigentlich allen einfach vorgaukeln, dass das alle für die Gemeinschaft ist, was wir hier machen. Also, das Ausnehmen der anderen und so weiter ist nur für die Gemeinschaft. Mhm. Ja, nee, man ist, ja. Naja, ja. Die Griechen ziehen in die frisch sanierten. Also, ich mache jeden Tag das Daily mit. Siehst du? Mach ich nämlich auch. Egal, ob das Daily jetzt auf Arbeit ist oder halt hier drin im Spiel. Genau. So. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Bewegung, los! Ich habe eigentlich Lust auf Stress jetzt nochmal am Ende. Gib den Weg frei! Halt! Hey, was? Weiß dich! Blitze ich auf! Bitte, Ritter, behalte ab! Ich hab das Ziel in sich! Die sind auch zu blöd für alles, ne? Die stehen da einfach, die liegen da einfach so in der Gegend rum, machen nix. Sterben so vor sich hin. Verdammt, du bist kein schöner Angriff. Du tust auch nicht gut. Nee. Ist der auch noch tot? Also diese ptolemäischen Soldaten sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Na gut. Wir gehen dann mal darunter
packen uns die neue Quest aufs Tablett. Wir haben noch eine andere Quest hier und dann machen wir mal jetzt so richtig eine Quest nach der anderen. Okay? Okay. Bis dann. Cheerio.